Willkommen zu Kaiser und Wurst Echse spielen The Very Organized Thief. Hallo. Press Space to start. Dann so. Tun Sie das doch mal. Na, ist das ein bisschen langsam? Meh. Es ist gemächlich. Art by Elise LeBlanc und Alex Tuckett. Hold left, shift to run. Gerne. Drink. Wunderbar. Und Q für die Checkliste. Vor allem, wie, guck mal, wie die auf der... Was brauche ich denn hier? TV, das sieht ja noch ein TV aus. Ah. Schwäsch. Blender Rare Wine. Oh. Geschieht ja was von einem Buch? Ein Beat-Zyklus. Nee. Oh, guck, was ist das denn? Ein Money-Stack. Achso, das Geld lasse ich hier liegen? Cool. Nee, doch nicht. So. Kann ich das hier eigentlich? Ah. Cool. Ich habe schon wieder vergessen, was drauf stand. Bicycle, Blender, Rare Wine, Kettle, Mobile Phone, Barbecue, Gold Bar. Was war das letzte? Gold Bar. Gold Bar. Achso, ich habe gedacht, den kann man öffnen. Schade. Wolltest du den Müll mit rausnehmen als sehr netter Dieb? Blender. Da hinten war er doch. Hinter der Flasche. Ah. Ah. Ist das... Das ist auch nicht der rare Wein. Wenn das der... Wenn das der seltene Wein war, da haben wir jetzt das Problem, weil du den gerade gegen die Wand gefördert hast. Was ist das denn? Vor allem... Gehen wir einen Schritt zurück? Ist ungewohnt mit so einer gewellten Tastatur. Was ist das denn bitte? Das könnte eine Statue von einer Frau sein mit einer Halskette. Brauch ich nicht. Das da könnte Wein sein. Brauchen wir also nicht. Der ist nicht rar. Oder oh, der ist blau. Ah, ja. Dahinter liegt noch Geld, glaube ich. Ja. Yeah. Ein Beat-Zyklus. Huh? Hast du die Uhr gehört? Ja, ich höre sie immer noch. Warum ist da Brot im Kühlschrank? Office Key. Na? Das ist ein Produktschlüssel für Microsoft Office. Meine Kette? Na? Oh, dann kannst du es... Jetzt hast du den Alarm kurz angemacht. Oh, Geld. So wirklich organisiert gehst du hier nicht vor, ne? Ich glaube, wenn du da links in die Garage gehst... Oh. Es regnet. Nee, ich glaube, es ist tatsächlich ein Auto. Ich glaube, die Besitzer kommen nach Hause. Dann muss ich mich wohl stellen? Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Vielleicht kannst du dich auch verstecken, wenn du das Licht ausmachst. You escaped, oder so. 1393. Oh, gut. Aber genau 3 Minuten? Das ist, Ein Alltagsdieb bist du. Ach so, Scheinbar, je schneller du bist und je mehr Sachen du findest, desto besser bist du als Dieb. Perfume Bottle Statue. Ah, jetzt brauche ich die blöde Statue. Erstmal Licht machen, sonst kann man nicht arbeiten. Es zum Teufel. Ja, das Spiel, wie gesagt, auf der Unity Engine, also, ein Tablet. IPad. Ja. auf der Unity Engine, also nicht die beste Grafik, aber... Es ist quasi Proof of Concept. Man sagt, guck mal hier, so soll ein Spiel aussehen, alles klar. Klub. Ich meine, das erfüllt ja auch alle Bedingungen, also... Von Bedingungen. Hup. Was brauchst du denn alles? Ach, die Statue ist weg. Also sind die Gegenstände auch in random places. Da wäre das Mobile Phone. Ah. Den Rare Wine brauche ich nicht, aber das Geld dahinter. Danke. Kühlschrank ist bestimmt das, was ich suche. Ohne den Alarm auszulösen. Was brauche ich denn überhaupt noch? Ist die Frage, sind die jetzt so früh nach Hause gekommen, weil du den Alarm ausgelöst hast, oder? Vor allem, ich kann ja auch rennen, aber warum? Radio brauchte ich doch, oder? Ja. Sag mal.
Einfach mal alles aufheben. Space spammen. Hui. Ah, da ist sie ja. Brauchst du das Fahrrad diesmal? Oh. Teddybär mit einem Bündel Geldscheine in der Hand. Das ist typisches Geschenk zu Weihnachten wahrscheinlich. Schreibt doch mal in die Kommentare, was habt ihr so zu Weihnachten gekriegt? Auch einen Teddybär mit einem Bündel Geldscheine im Arm. Ist das eine Toilette links? Nee. Es sah so, als du reingekommen bist mit den Kisten dahinter, sah das aus wie eine Toilette mit einem Spülkasten. Was ist denn links eigentlich? Portrait of a Lady. Hui! Huh? Achso. Da ist ein Portrait von einer Lady. Also vom Teddybär auch hier. Habe ich das? Das brauche ich anscheinend auch. Was? Das andere Portrait. Ach, Painting einfach nur. Microwave und Goldbar. Und eine Parfümflasche. Ach, true. Wahrscheinlich ist die Treppe hoch dann das meiste andere, aber die Mikrowelle dürfte ja in der Küche sein, oder? War sie auch, ich guck gerade. Hä? Ich könnte ja auch rennen, aber... Seife. Ein Schwamm. Das ist sicherlich kein Parfüm hier, ne? Super Geld. Immerhin. Schade, das Parfüm ist nicht im Bad. Schade. Oh. Danke. Geld. Geld. Ah, Parfüm. Da ist doch bestimmt der Goldbar drin. Press 1. Hier die Leertaste, glaube ich. 1, 1, 1, 1. Toll. Woher soll ich das? Naja. Achso, den Schlüssel hatte ich ja aufgehoben. Das steht wahrscheinlich hier auch irgendwo der Code. Der was? Der Code müsste doch hier bestimmt auch irgendwo sein. Oh, da ist er. 1996. Oh, ich komme hier nicht mehr weg. So. Oh. Yay. Jetzt raus hier. Was war das andere? Mikrowelle, die krieg ich noch. Hätte auch ein Wort durch die Tür da gehen können. Das stimmt, aber hier ist... Und? Escape. Yay. War wie viel sind das? 38.551? Das ist, Ja, ich habe alles... Hab ich alles gesammelt? Kann ich nochmal nachgucken? Nee. Ja, doch, das war auch alles. Yeah! Und? Mission erledigt? Noch eine Runde, oder? Wie lange spielen wir jetzt schon? 8 Minuten? Willst du eine Runde spielen? Muss nicht sein, müssen wir hier auch alles wieder umstellen. Dann spielen wir halt nochmal hier. Noch eine Runde. Bevor es ans große Battlefield-Let's Play geht, können wir hier nochmal ein bisschen in die Feuer gehen. Die Digitalkamera. Gitarre war nicht dabei. So doch. Ah, das ist schon mal der Office-Key, den brauche ich ja gleich. Aber ich finde es echt, ich finde es echt interessant, dass alles immer in random places spawnt quasi. Beziehungsweise an sinnvollen Plätzen. Warum sollte der TV plötzlich irgendwo anders gespawnt sein? Ja, also ich glaube, die Mikrowelle ist immer in der Küche und so weiter, ja, eben, aber... Toaster, Digitalkamera. Computer Tower war wahrscheinlich im Arbeitszimmer. Das Ding in der. Schade, brauchte ich nicht. Doch. Doch. Ja, das war jetzt auch Verdacht einfach. Ah, jetzt gibt's gar keinen seltenen Wein da. Was brauchst du denn noch? Den Toaster, nicht das Toast. Ist er nicht in der Küche? Toaster muss doch in der Küche sein. Ja, anscheinend nicht. Brauchst du einen Goldbarren? Ja, ich möchte das Geld vor allem. Digitalkamera, Computer, Bracelet, nee. Goldbar. Die doch, Goldbar auch. Brauchst du anscheinend. Weil ich glaube, dann brauchst du, musst du die Kabel durchschneiden vom Alarm. Oh, das wird natürlich Sinn machen. Vor allem, ich schmeiß hier erstmal alles durch die Gegend. Echt? Hey, Physik, lass uns Sachen durch die Gegend werfen. Lass uns mal organisiert durch die Küche gucken, da muss doch dieser Toaster sein. Also, wo, wenn nicht da? Digitalkamera fehlt auch. Hier Bracelet. Wo war die denn? Die ist bestimmt oben. So, hier ist die Küche. Komm mal rechts. Da, da hinten. Da neben dem Blender. Was ist das? Eine Kaffeekanne. Ja, ich hab... Ja. Ah! Achso, das kann ich nicht aufnehmen. Vielleicht irgendwo in den... Hm. Hab ich das gerade erschrocken? Ja,
Aber so als Spiel ist doch eigentlich nett, oder? Ja. Also. So kleine Spielereien. Oh, wir sind schon da. Nee, das ist erst die Uhr. Ja, aber dieses Geld, was hier so. Na? Das ist keine Bracelet. Ach, hier war ich noch. Ach. Hier ist ja noch 1000. Eine Bibel? Welche Kamera war das? Die... eine Bibel. Das ist eine Xbox und eine Playstation, hast du gesehen? Ja, das ist markenneutral. Ja, das ist einfach nur ein Kasten. Sehr vorbildlich. Aber dennoch. Brauche ich doch gar nicht. Was ist das denn? Stairs? Nee, Stamps. Ein Briefmarkenalbum. Ich dachte gerade, ein Buch über Treppen. Stairs. Stairs. How to. Welches Bracelet, die Kette, wo soll die denn sein? Vielleicht im Arbeitszimmer auch. Da ist auf jeden Fall der Computer Tower. Nehme ich mal an. Da? Ja. Ah, der Code ist auch immer verschieden. 35, 22, okay. Habe ich gerade gesagt, 53 ist 35. Ups, alles weggeschmissen. Wie dieser Trick, wo du versuchst, die Tischdecke unter dem Gedeck rauszuziehen, ohne dass was runterfällt. So, 35. Oh. Wie ist das Wichtigste? Jetzt ist der Alarm an. Das meinte ich nämlich. Ach, vielleicht kommen die ja schneller rein, wenn Alarm Dings wurde. Ja, passt. Oh, ist das mehr geworden? 37.000, nee, beim letzten Mal war es 38.000. Oh, jetzt bin ich ein Organized Thief. Ja, ich glaube, das waren jetzt, wie viele Sachen sind da auf der Liste? 10? 9 von 10, glaube ich. Ah, nee. Oder? Bracelet war doch nur nicht gefunden. Ja, das ist Very Organized Thief. Yeah! Kann man kostenlos downloaden bei IMDb und sowas. Was? Bei Intel Movie Database? Nee, ModDB ist das, stimmt. Ja, genau, lade es auf einer Seite runter, wo es Ratings zu Filmen gibt und dann. Das macht Sinn. Also, ladet euch das Spiel runter, kostet nichts, macht Spaß. Schlusswort von Rainer Kallmund. Also, ich muss sagen, das Thema ist zwar ein bisschen heikel, ne, weil er ist ja Diebstahl, er ist ja nicht erlaubt, ne. Aber ich muss sagen, er hat Spaß gemacht, das ist das Wichtigste. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend und bis zum nächsten Mal. Wieder schön reingehauen. Tschüss! Was will der für Bohnen entreißt? Tschüss! Jetzt kommen wir